Konflikte sind ja zunächst einmal nur Interessensgegensätze. Und die haben wir überall. Die haben wir in Familien, die haben wir in Gesellschaften, die haben wir aber auch zwischen Staaten. Da geht es um Territorium, da geht es aber auch um unterschiedliche politische Systeme. Und beides trifft jetzt im Falle von der Ukraine und Russland zu. Es geht um Territorium, es geht aber auch um Demokratie gegen Autokratie. Was wir dringend brauchen, wenn es darum geht, wie die Ukraine und Russland wieder zusammenkommen könnten, sich gemeinsam an einen Tisch setzen könnten, ist ein überzeugender Mediator. Das könnte vielleicht China sein, denn Russland nimmt China doch recht ernst. Bislang war es die Türkei. Das klappt im Moment gerade nicht so sehr. Und wir brauchen irgendwelche Signale, dass Russland von seinen Maximalzielen der Geländegewinne abrückt. Der Ukraine-Krieg ist ein hochemotionales Thema. Wir reden hier über einen Krieg. Ist dieser gerechtfertigt? Ist es gerechtfertigt, Waffen zu liefern? Da gibt es natürlich viele Fragen. Es gibt auch große Emotionen. Die Menschen haben auch Angst, was das auch für Deutschland bedeutet. Und gerade dann braucht es aus meiner Sicht Diskussionen, es braucht Argumente. Ich bin dankbar darüber, dass die Wissenschaft hier uns Argumente und ein größeres Verständnis bieten kann. Dafür gibt es die Stunde der Wahrheit, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Stammtisch ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, gerade bei einem solchen Thema ist es ganz besonders wichtig.